Dönerladen und das B1. An das lauft doch hin. Dann kommen doch lieber zu mir und essen einen heißen Tee gäbis. Oder holen sich ein Fleischkäsebäckchen. Und ausgerechnet er ist am Dorffest, eröffnet der Türk sein Laden. Man wird da dort Leute sagen, ein türkischer Dönerladen und das B1. Ja, das gibt's doch mittlerweile überall. Hat die junge Leute schon noch so etwas? Das glaube ich nicht. Wir schätzen Qualität. Nun, was heißt eigentlich zum Nebenwerbespruch von meinem Chef? Hä? Soll es immer frisch und lecker sein? Kaufwurst und Fleisch beim Fleisch. Gut, gell? Super. Das ist genauso altbacken wie das Brot von seinem katholischen Bäck, der da vorher drin war. Schade, dass die Bäckerei zumacht und ausgerechnet der Türke eine Dönerbude reinmacht. Ja, aber es hat doch jeder gewusst, dass der Teig das alte Brot in den Teig reinmünscht. Aber was will er sagen? Seine süße Stücke waren recht gut. Ich habe jeden Tag mindestens 3 davon gegessen. Ja. Was ist? Und jetzt ist 3 Döner am Tag, oder was? Spinnst du? Weißt du überhaupt, was Döner ist? Hä? Ja. Der Fleischdesign. Die tun auf den Dönerstab Kuh-Eiter von einer Kuh aufschichten. Und das glaubst du? Na ja, freilich. Der Herr Fleischler hat gesagt, die tun alles auf der Spieß, weil wir sonst nicht verkaufen können. Na ja. Damit kennt er sich ja aus. Aber er ist ein Fleischchen doch hin. Das ist ein Metzgermeister von der alten Schule. Du, nein, ich hab der mir einen Witz erzählt, aber ich hätte den gar nicht so recht verstanden. Seit dem Metzgermeister zum Lehrling, sie dort gerade die Hühner anrühren. Buh, wenn rauskommt, was da reinkommt, kommen wir zwei nein und nicht mehr raus. Verstanden? Was? Der Tag kommt
schnell gehen. Oh, ist okay, ist gut. Also, lauf zu. Ja. Ja. Ich hab ihm schon einen Haufen von dir erzählt. Echt? Es ist halt so. Er ist ein bisschen schüchtern. Nein, mach nicht. Domi, es ist der erste Schritt, der müsste von dir kommen. Ja. Und dann tust du ihn ein bisschen aus der Reserve locken. Du gehst ihm ein bisschen etwas trinken. Nein. Und wenn der Bisser hat, hey, dann wird er richtig wild und stürmisch. Halt mich der Vater. Wild und stürmisch so, wie so ein Bulli vor einem Schlachthaus. Oh. Ja, gut, das passt. Ich kann nämlich aus dem Urteil werden. Halt, ich muss jetzt mal Weltzeit. Machst du mal her, dein Mann? Dann mach ich wie früher in Schule und mach schreibe ich Spitze der Mann. Ich bitte. Ein Denar kostet 6 Euro. Zwei Denar kostet 15 Euro. Drei Denar kostet 25 Euro. Vier Denar, 44 ist ein Fuß auf 28 Euro. Und kostet 6 mal 6 ist ordentlich. Moment. Stopp. Machst du komplett 50 Euro. Das passt schon irgendwie, ja? Also, das ist mir in meiner ganzen Schullaufbahn noch nicht passiert. Sie haben ohne meine Erlaubnis auf meine Hand geschrieben! Ja, was? Ja, soll ich vielleicht aufs Jürgen schreiben? So, damit die Schüler sehen und selber rechnen, ha? Aber schon dussi, ja? Was guckst du? Das ist Körperverletzung! Was? Beleidigung! Was? Ich zeige Sie an! Polizei! Polizei! Hallo! Spinnst du oder was? Ne? Jetzt wird's Kindleisheim. Ein Schlaumensch, Herr Maffeischli. Du, so. Ja. Du machst doch halt das Fingerstechen, weißt du? Da haben Nasenfliegel, Augenbrauen und Ohrläppchen, also das Zirpin. Oh, ich brauche das Mensch, das heißt Irrsinn. Ja, das sage ich ja. Meinst du, wir da jetzt so in zügigen Luft auf einer Nasenfliegel ausstehen? Nein. Also ich glaub eher, also so richtig massive Nasenringe hat. Wie bei so einem Haken. Das, an das hätte ich mir vielleicht ein bisschen besser fallen. Weißt du, ich hätte mir gerne tätowieren lassen, aber ja, eigentlich als es weit wird. Aber nee, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Bitte. Bei dir, da müsste ich sicher ein paar Zentimeter dir freistechen, damit du überhaupt was machst. Aber, andere Frage, was hättest du noch gern für ein Motiv, hä? Ha, ihr Dekleter, Hölle am Oberarm, was? So kleines Schweinekäpfe. Mit Petersilie im Mund, also das Firmenlogo vom Herrn Fleischli. Ja, genau, die Endnote. Und drunter schreiben wir, es liegt die Sau ganz wild und laut, wenn gleich ist sie aufs Auge haut. Der Fleischler hat gesagt, man muss sich mit seinem Arbeitsplatz und seinem Arbeitgeber infizieren. So, infizieren. Ja, auf den Glückwunsch. Da bin ich schon mal völlig infiziert. Eben laut. Das heißt, identifizieren. Ja, das sag ich ja.
Eisen August her. Der ist mir vom Boden verschluckt. Weg. Herr Häberle, der hat mir gleich nicht weggeflogen. Also, Herr Häberle, der August, der ist sicher seinen eigenen Weg gegangen und ist glücklich und zufrieden, da wo er jetzt ist. Herr, irgendwann, da müssen Sie ja mal Abschied nehmen und loslassen von ihm. Aber der August, der war nie ein Neu von der Hohen weg. Und wenn er kann, ich, dann hätte er noch wenig. Es war ein Nacht mit der Pierau. Wanda! Hör mal Schluss! Mir ist auch ein Gore meint, sie hat gestorben, die Endfrau gesehen, wie sie ein Eis und August drum gemacht hat. Kennen Sie das bezeigen? Ich kann gar nichts bezeugen. Ich habe einen schrecklichen Heuschnupfen. Kann mal jemand einen Krankenwagen rufen? Es ist ernst. Aber jetzt doch mal ruhig. Hey, du bist gerade was eingefallen. Wir sind eingefallen, dass wir und der August und Ohrmann miteinander verschwunden sind. Ja, sonst werden die Olmo in Gierau. Gierau? In Gierau. Jesus, entweder wo wir reinkommen, gleich wieder. Jetzt eben noch. Jetzt wo wir. Das heißt ja, es war gar kein Kapitalverbrechen. Und ist denn da nicht mehr unter Tag verdacht? Ja, nur nach hier hinter und dann bist du halt schuldig. Da bist du freigesprochen. Sein Ding freigesprochen. Können wir irgendjemand jetzt einen Krankenwagen rufen, bitte? Sagst du jetzt zum nächsten Mal? Halt dein Gott, sonst brauchst du nicht mal! Es ist aber wirklich ernst! Ja, komm, bring ihn auch. Es heißt, der Fall ist gewesen. Bin ich gut. Es geht bestimmt euch auch Sonderurlaubsbelohnung. Wenn ihr mir die nächsten 15 Jahre noch einmal Ärger macht, ich sage Ihnen, soll euch der Teufel holen, gell? 32 Tage alte Urlaub plus eine Woche Sonderurlaub! Ach, die Tätze sag ich, jawohl! Ach, beim Staat wird das sein, hä? Ihr doch bist das hier! Geht auf! Ruhe! Eine Ruhe! Kira war's noch voll warmer, als noch bei mir war's eben draus. Ja. Komm mit ins Bett zum Aufwärmen. Ja, wir bringen die Schau wieder auftaut. Gell, August? Ja, aber soll kann ich euch sagen. Das mit ihrer 4 Wochen alten Seidenwurst, die nehme ich wieder zurück, weil ihre Bibel ist ja so wie eine ungarische Fingersalami.